Tafel, die Stadt im Land. Eine Stadt mit heute ca. 72.000 Einwohnern. Eine Stadt, die einem stetigen Wandel unterliegt. Strukturell, sozial und städtebaulich ist heute kaum noch etwas mit früher zu vergleichen. Brandenburg an der Havel, im Wandel der Zeit. Über 4.200 Menschen. Ca. 3.000 Wohnungen, zunehmend modernisierte urbane Züge, infrastrukturell sehr attraktiv für Pendler. Die Charakteristik der Bahnhofsvorstadt. Immer wieder neu, immer wieder anders. Ein Bereich, in dem sich gerade im Moment recht viel tut. Das jüngste Highlight steht gerade erst vor seiner Vollendung. Das Wobra-Regenerationenhaus. Die Jedermann-Gruppe wird hier schon bald Großes im Dienste des Menschen leisten. Das Regenerationenhaus ist ja ein wunderbarer Mix aus Gewerbe, Wohnen und sozialen Dienstleistungen. Das, was hier vor Ort geschaffen wurde, ist wirklich einmalig. Ich kenne kein vergleichbares Beispiel, auch im Land Brandenburg. Neben den einzelnen Gewerben, die wir hier unten ja sehen können im Erdgeschoss, hat die Jedermann-Gruppe einzelne verschiedene Konzepte umgesetzt. Das sind zwei Wohngruppen, die wir hier vor Ort haben. Eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz, eine Wohngruppe für Menschen mit einem höheren Intensivpflegebedarf. Auch im November eröffnen wir unten eine Tagespflege. Dazu kommen im Querblock unsere Wohnungen. Wir haben dort 21 barrierefreie Ein- und Zweiraumwohnungen. Die sind eigentlich so gut wie alle weg. Der Einzug wird hier im Oktober sein. Wir haben noch ein, zwei Wohnungen, davon noch eine sehr schöne Rollstuhlfahrerwohnung. Ich denke, dass, wenn ja alles fertig ist auf der Baustelle, dass wir sie auch schnell vermieten können. Gleich nebenan herrscht bereits Hochleistungsbetrieb. Mitte Mai hat das neue Brandenburger Gesundheitszentrum seine Pforten eröffnet. 23 Ärzte, Praxen in 21 verschiedenen Fachgebieten und dazu 13 Dienstleister. Ein Komplettangebot rund um die Themen Gesundheit und Medizin, das in dieser Form auch einzigartig in Deutschland ist. So zumindest das Credo des obersten Patientenschützers. Wolfgang Zöller besuchte das Gesundheitszentrum in Brandenburg kurz nach der Eröffnung. Wenn man unten schon reinkommt, meint man, ach, hier sind wir im Reisebüro oder ist hier so eine Vorsorgeeinrichtung. Ja, das hat schon einen Kurcharakter hier. Also ich finde es wirklich, ich darf so sagen, optimal. Wir haben 2.100 Einrichtungen, wenn ich jetzt 200 gesehen habe. Ja. Aber von denen, die ich gesehen habe, hat mich das hier am meisten beeindruckt. Das neue Eingangstor wächst. Modern, innovativ und weitaus attraktiver als noch vor dem September 2009. Damals begrüßte noch die Kunst des sozialistischen Realismus die Besucher in Brandenburg an der Havel. Wegeverbindungen in Richtung City entfalten zunehmend auch immer mehr Flair, sind nicht mehr nur Querungsstraßen von und zum Bahnhof. Auch wenn noch nicht alles glänzt, einige der Straßenzüge sind durchaus schon recht ansehnlich. Die Kirchhofstraße zum Beispiel erstrahlt seit Ende Mai 2010 im neuen Gewand. Immer mehr der vorindustriellen und gründerzeitlichen Bauten der Bahnhofsvorstadt werden und wurden bereits saniert. Die Sanierungsquote hat heute bereits deutlich die 60%-Marke überschritten. Wir hatten ja keine Stadteingangssituation, muss man sagen. Wir haben jetzt eine sehr moderne Stadteingangssituation, die auch passt zu dem Gründerzeitquartier dahinter. Ich denke, es wird auch positiv wahrgenommen. Uns fällt immer vom Weg vom Zug sozusagen zur Straßenbahn auf, dass selbst offenbar Brandenburger immer wieder sich von Tag zu Tag an dem Baugestehen sozusagen erfreut haben, dass sie gesagt haben, hier passiert einfach was, wir haben eine neue Eingangssituation. Die bestehende Stadtstruktur zu erhalten, das Ganze versehen mit neuen Impulsen und neuen Akzenten. Eine Stadtplanungsstrategie, die es auch schon einmal schafft, einen ganzen Brückenschlag zu vollziehen. Ende April 2011 bekam Brandenburg an der Havel seine Brücke Nummer 59 offiziell übergeben, die Pauli-Brücke. Ein gelungener Brückenschlag, fragt man die Bürger, die damals dabei waren. Und auch für den obersten Denkmalpfleger im Land ist diese neue Wegeverbindung durchaus gelungen. Ich werde es auch weiter betonen, hat diesmal Brandenburg wieder einen Schritt nach vorn gemacht und vielen in unserem Land gezeigt, was wir doch auch mit heutiger Baukunst vollbringen können, mit einer Ingenieurbaukunst in Verbindung. Und dieses alles zusammen mit der Identität, die wir brauchen, aus der Geschichte herkommt. Und ich denke, wenn es so weitergeht, wird auch diese Zeit ihre Denkmale zeichnen. Eine ideale
ideale Verbindung zur Kernstadt und auch zum Archäologischen Landesmuseum, das selbst erst seit 2008 hier die Landesgeschichte in beeindruckender Vielfalt hinter historischen Mauern präsentiert. Knapp einen Kilometer Luftlinie entfernt befinden sich Mauern, die zwar nicht ganz so alt sind, die aber ebenso die bedeutende Geschichte der Stadt kennzeichnen und prägen. Die Brennerburger Höfe in der Bahnhofsvorstadt. Zum einen fester Anlaufpunkt der Kulturszene der Stadt, zum anderen Sitz der heutigen Arbeitsagentur und ein hervorragendes Beispiel, wie man modernes Leben in historisch gewachsene Strukturen integrieren kann. Das Problem, sich in bestehende Gefüge einzuordnen, wird die neue Bewegungskita am Trauerberg nicht haben. Ganz neu soll sie in der Nähe zur Station junger Techniker entstehen. Der Baubeginn ist noch im vierten Quartal 2011 geplant. Für viele Familienpendler sicherlich dann eine Erleichterung. Apropos Pendler, und damit schließt sich der Kreis fast wieder. Die beiden Neubauten bedeuten städtebaulich ohne Frage einen riesigen Attraktivitätsschub für das Brandenburger Eingangstor. Viele der Besucher werden das bestätigen. Erst recht, wenn sich bis zur Buga 2015 dann das ganze Areal in neuer, urbaner Modernität zeigt. Am Bahnhof sieht man ganz deutlich, was Stadtumbau in der Stadt Brandenburg an der Havel bewirken kann. Wir sind da sehr weit. Jeder, der sich die Eingangssituation der Stadt Brandenburg an der Havel dort am Bahnhof anschaut, sieht die Veränderung. Dort wird noch mal sehr viel passieren. Bis 2013 wird das ganze Areal umgestaltet. Wir sind jetzt dabei, die Schienen der Straßenbahn neu zu verlegen. Wir werden in weiteren Schritten bis 2013 den gesamten Bahnhofsvorplatz neu gestalten. Wir werden die Bundesstraße komplett neu gestalten, sodass wir dort auch eine neue Straße bekommen. Das alte Bahnhofsgebäude, Baujahr 1846, gehört seit März ebenfalls der städtischen Wobra, die mit Visionen und Zukunftseifer bereits an Ideen feilt. Wir sind zurzeit dabei, mit vielen guten Ideen, denke ich, hoffe ich mal, den Bahnhof zu planen. Die Planungen wurden, wie gesagt, bei der Stadt bereits abgegeben, aber wir haben parallel dazu einen Entwidmungsantrag beim Eisenbahnbundesamt stellen müssen, weil im Bahnhof selbst noch Bahnanlagen sind, die müssen erst noch entwidmet werden. Und das hält uns etwas auf, aber wir hoffen, dass wir früher anfangen können. Ab 2013 sollen dann Besucher und Pendler an einem modernen und urban attraktiven Brandenburger Hauptbahnhof verabschiedet und empfangen werden. In der Gartenstraße selbst oder der kleinen Gartenstraße und auch dahinter in den Bereich noch einzelne Leerstände, da müssen wir sehen, dass wir die Eigentümer aktivieren, dass wir mit denen sprechen, dass wir versuchen, noch gestalterisch noch ein bisschen zu machen, dass sozusagen ein kompletter Eindruck dann für die Besucher und für die Bewohner der Stadt entsteht. Man kommt vom Bahnhof, geht über das Entree der Stadt, das ist die Bahnhofsvorstadt in wesentlichen Teilen, und ist dann quasi entweder über die Brücke oder über andere Wege in der schönen Innenstadt. Und dann denke ich mir, ist auch sozusagen das Gesamtimage Brandenburg noch auf viel besserem Wege als bisher.